Hallo, ihr seid bei Vanessas Vlog. Ich bin Vanessa. Im heutigen Video nähe ich wieder ein neues Teil für die Sommergarderobe der kleinen Ella. Und zwar ist das heute aus dem Nähen mit Webware die kurze Hose mit dem Fake-Reißverschluss. Oder auch Shorts, wie auch immer. Also ein kurzes Teil für die tollen Temperaturen, die jetzt anstehen. Viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Was bei diesem Projekt sehr schön ist, ist, dass das wirklich ein Unisex-Teil ist. Also es ist für kleine Jungs und kleine Mädels geeignet. Und im Buch sieht man eine ganz coole Jungs-Version und ich zeige euch heute meine Mädchen-Version. Dafür dieser türkisfarbene Sternchenstoff, Webware. Türkis ist nach Pink und Rosa die drittliebste Farbe der kleinen Ella. Und ja, das wird meine Shorts werden. Ihr schneidet alle Teile mit einem Zentimeter Nahtzugabe zu, außer die Unterkante von den Hosenbeinen. Da wird ja nicht zusammengenäht, sondern es gibt einen sogenannten Aufschlag, was wir später sehen werden. Ansonsten 1 cm Nahtzugabe rundherum. Es gibt so Markierungen im Schnittmuster, die solltet ihr übernehmen. Entweder mit einem Markierstift oder mit einem kleinen Knipser in der Nahtzugabe. Und ihr schneidet alles in doppelter Stofflage zu, außer den Streifen für den Gummizug. Der wird im Stoffbruch zugeschnitten. Und wie ihr hier bei mir schon sehen könnt, habe ich alle Teile rundherum mit der Overlock-Maschine versäubert. Das solltet ihr bei Webware immer machen, damit nichts ausfransen kann. Wenn ihr keine Overlock-Maschine habt, könnt ihr das auch mit der normalen Nähmaschine machen, mit einem Zickzackstich oder mit einem sogenannten Fake-Overlock-Stich. Aber ihr solltet auf jeden Fall alle Teile gut versäubern. Und dann geht's los. Wir starten damit, die Taschen auf der Vorderseite der Hose anzunähen. Das hier sind die beiden vorderen Beine. Hier oben dieser Bogen, das ist dieser Fake-Reißverschluss, den wir nachher noch nähen werden. Und hier haben wir die Eingriffe für die Tasche. Und dort starten wir jetzt. Wir nehmen die Oberteile unserer Taschen, legen die jeweils entsprechend auf das Vorderbein, auf das Vorderteil der Hose, sodass diese Ausschnitte hier oben übereinstimmen. Legen diese beiden Oberteile der Taschen rechts auf die vorderen Teile der Hose und dann werden die Taschen hier an diesem Bogen festgenäht. Webware nähe ich immer mit einem Geradstich und ja, wie gesagt, auf beiden Seiten erstmal das Oberteil der Tasche festnähen. Wenn ihr den oberen Taschenbeutel rechts auf rechts hier oben am Eingriff festgenäht habt, schlagt ihr ihn als nächstes auf die Rückseite des Hosenbeins um, sodass die Hosentasche dann links auf links hinter dem Hosenbein liegt quasi. Und dann formt ihr euch diese Kante gut aus und bügelt erstmal, dass die Kante schön gerade ist, keine Falten schlägt. Kleiner Tipp von mir, das Bügeleisen könnt ihr während des ganzen Projekts laufen lassen, weil ihr müsst immer wieder bügeln und gut gebügelt ist halb genäht, wisst ihr ja. Also ihr arbeitet diesen Bogen schön aus, bügelt euch das einmal glatt. Jetzt liegt der obere Taschenbeutel auf der linken Stoffseite eurer Hose. Und wenn ihr diese Kante schön ausgearbeitet habt, dann näht ihr sie nochmal von rechts knappkantig ab mit dem Geradstich. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe es hier schon mal vorbereitet. Also Taschenbeutel liegt jetzt auf der linken Stoffseite der Hose. Und hier oben die Kante nochmal mit dem Geradstich knappkantig abgesteppt. Das kann man sehr schön auch mit einer Zwillingsnadel machen, also mit einer doppelten Naht, wenn ihr die Nähte noch ein bisschen betonen wollt. Also ich brauche das in diesem Fall nicht, aber das ist auf jeden Fall noch ein ganz schönes Gimmick, um diese Nähte hervorzuheben. Als nächstes kommen eure unteren Taschenbeutel dran. Die legt ihr jetzt wiederum rechts auf den oberen Taschenbeutel. Und zwar so seitengenau, dass die Bögen der beiden Taschenbeutel übereinstimmen. So ermittelt ihr dann auch, welcher Taschenbeutel auf welche Seite gehört. Und diese spitze Ecke des unteren Taschenbeutels zeigt jeweils nach außen. So, steckt euch die Beutel gut aufeinander.
Und dann werden diese beiden Taschenbeutel festgenäht, aber nur die Beutel. Das Vorderteil eurer Hose ist davon nicht betroffen. Das dürft ihr nicht mit festnähen. Also ihr nehmt euch nur die beiden Beutel, die rechts aufeinander liegen, und näht die an dieser gebogenen Kante zusammen. Oben bleibt es logischerweise offen, das ist ja der Tascheneingriff. Und das macht ihr auf beiden Seiten. So, meine beiden Taschen sind fertig genäht. Ich habe jetzt hier oben und hier an der Seite, jeweils wo sich die Tasche und das Vorderteil der Hose überlappen, ich zeige es mal von dieser Seite, dann sieht man es vielleicht besser, da habe ich innerhalb der Nahtzugabe die Stoffschichten mit einem Heftstich einfach zusammengehalten. Das ist für das weitere Zusammennähen der Hose einfacher, dass sich nichts mehr verschieben kann und die Tasche in der ordentlichen Form bleibt. Wie gesagt, einfach einen Heftstich, einfach mit ein paar Geradstichen drüber nähen. Es braucht nichts verriegelt werden. Die Naht hat sonst weiter keine Funktion, außer dass die Stoffschichten so zusammengehalten werden. Als nächstes legt ihr jetzt die beiden Vorderteile rechts aufeinander. Und dann schließt ihr die vordere Naht einmal hier oben am Bund angefangen, über diese Fake-Knopfleiste, die gleich kommt, bis hier zu der Spitze. Das ist später der Schritt. Hier unten bleibt offen, das sind die Innenbeinnähte, die werden mit den anderen Hosenteilen zusammengenäht. Also von hier oben über den Bogen bis zu der kleinen Spitze hier. So, wenn ihr diese Naht geschlossen habt, dann habt ihr hier jetzt diesen angeschnittenen Beleg und das ist dann dieser Fake-Reißverschlussschlitz. Also es sieht von oben aus nachher wie ein Reißverschluss, aber ist natürlich keiner. So, diesen angeschnittenen Beleg müsst ihr jetzt zu einer Seite umbügeln und jetzt laut Anleitung kommt es darauf an, ob ihr für einen Jungen oder für ein Mädchen näht. Ich persönlich, mir ist das eigentlich ziemlich latte. Wenn ihr für einen Jungen näht, dann kommt der angeschnittene Beleg, also dieser Fake-Reißverschluss, hinter das rechte Hosenbein von hier aus gesehen. Und wenn ihr ein Mädchen habt, dann wird es zur anderen Seite umgebügelt, hinter das von hier aus gesehen linke Hosenbein. So, ich habe mir meinen Fake-Hosenschlitz jetzt zu der entsprechenden Seite umgebügelt, also hier oft hinter das linke Hosenbein. Und ich habe mir hier mit Schneiderkreide diese Nahtlinie von diesem Fake-Reißverschluss, der jetzt hinter dieser Stoffseite liegt, auf der rechten Stoffseite markiert. Das kann man ganz gut ertasten, also da braucht man jetzt nicht irgendwie was anlegen oder so oder abmessen. Das spürt man durch die Stofflage durch, wo hier die Naht liegt. Und das habe ich mir hier mit Schneiderkreide markiert. Und diese Linie wird jetzt von rechts abgesteppt und somit wird dieser angeschnittene Beleg, dieser Fake-Reißverschluss hinter diese Stoffseite genäht und fixiert. Außerdem werde ich hier oben wieder die Überlappung der Stoffschichten mit dem Heftstich einmal zusammennähen, damit auch hier wieder nichts verrutschen kann, wenn es fertig ist. Diese Naht sieht sehr schön aus, wenn man das mit der Zwillingsnadel macht oder auch mit einem Kontrastgarn, wenn es zu eurem Stoff passt. Da kann man immer ganz gute Akzente mitsetzen. Und hier die Kante bleibt offen, dann sieht es später so aus, als wäre hier der Zugang zu dem Reißverschluss, der aber nicht da ist. So, damit ist das Vorderteil eurer Hose jetzt erstmal fertig. Das könnt ihr beiseite legen. Und wir machen weiter mit der Rückseite eurer Hose. Da habt ihr auch wieder die beiden Hosenbeine. Und jetzt müsst ihr euch erstmal orientieren, damit ihr gleich auch die Teile richtig zusammennäht. Und zwar, die geraden Kanten sind natürlich die Außenkanten eurer Hose. Hier dieser Bogen, dieser große Bogen, das ist die Poponaht. Und hier unten haben wir wieder die Innenbeinnähte. So, und dann werden jetzt als erstes die Passen an die Hosenteile angenäht. Und zwar so, wie ich es jetzt hier schon hingelegt habe. Bei den Passen zeigt die breite Seite nach innen, also auf die Poponaht, und die schmale Seite nach außen an die Seitennaht eurer Hose. Und die spitze Ecke dieser Passe zeigt nach unten zum Popo hin. So werden die Teile jetzt jeweils rechts auf rechts an die Oberkante eurer Hose angelegt und angenäht. Also hier oben die Naht schließen. Die Nahtzugabe, die dadurch entsteht, die bügelt ihr hinter die Passe. Also wenn ihr das Ganze zusammengenäht habt, dann bügelt ihr die Nahtzugabe nach oben hinter die Passe und steppt das hier nochmal von der rechten Seite ab. Also, ihr habt die Naht hier oben geschlossen, habt die Passe angenäht. So sieht es dann aus, wenn ihr es aufklappt. So von der linken Stoffseite. Und hier die Nahtzugabe, also die beiden Stofflagen,
Leg die jetzt nach oben hinter die Passe. Schön drüber bügeln, dass das schön glatt und gerade ist. Und dann näht ihr diese Nahtzugabe oberhalb der ersten Naht hinter die Passe und steppt diese Kante nochmal ab. Hier habe ich das schon mal gemacht. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Als nächstes legt ihr die beiden Rückseiten eurer Hose rechts aufeinander und schließt die Po-Naht. Von hier oben vom Bund bis hier zu der Spitze. Darunter bleibt offen. Das sind, wie gesagt, die Hosenbeine, die später genäht werden. Im Anschluss bügelt ihr die Nahtzugabe auch wieder zu einer Seite um. Von der rechten Stoffseite aus betrachtet, habe ich meine Nahtzugabe jetzt hinter die rechte Seite gelegt. Und dann wird diese Kante auch wieder knappkantig abgesteppt. Je nachdem, wie ihr eure Vorderseite gestaltet habt, müsst ihr die Nahtzugabe auf der Rückseite dann umklappen. Bei der Vorderseite habe ich sie nach links umgeschlagen, also muss ich sie auf der Rückseite nach rechts umschlagen. Warum das so ist, seht ihr gleich. Wenn ihr es andersrum gemacht habt, dann halt andersrum. Und dann die Nahtzugabe knappkantig absteppen, knappkantig hinter diese Hosenseite nähen. Als nächstes legt ihr jetzt Rückseite und Vorderseite eurer Hose rechts aufeinander. Und zwar so, dass die Innenbeinkanten bündig aufeinander liegen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass hier im Schritt die Nähte aufeinandertreffen. Und jetzt kann man gut sehen, was ich eben meinte. Wenn man bei der Vorderseite die Nahtzugabe zu einer Seite umbügelt und feststeppt und bei der Rückseite der Hose die Nahtzugabe zur anderen Seite, zur entgegengesetzten Seite umbügelt und feststeppt, dann hat das zur Folge, dass jetzt beim Zusammennähen die Nähte auf der gleichen Seite sitzen, dass die aufeinandertreffen. Und das sieht besonders schön aus, das würde ich auf jeden Fall immer machen. Also hier die Schrittnaht muss genau aufeinander sitzen und dann steckt ihr euch die Innenbeinnähte rundherum fest und schließt diese mit eurem 1 cm Nahtzugabe. Wenn ihr die Innenbeinnaht geschlossen habt, dann nehmt ihr diese Nahtzugabe und bügelt sie auch zu einer Seite um und steppt sie hinter das Hosenteil. Ich klappe das hier mal eben auf. Also hier ist jetzt meine Vorderseite, hier ist meine Rückseite. Ich bügel die Nahtzugabe jetzt hinter die Rückseite der Hose und steppe diese Naht dann nochmal knappkantig ab. Als nächstes legt ihr die Hosenteile jetzt jeweils an den Seitenkanten bündig aufeinander. Und dann werden die beiden Seitennähte geschlossen. Also sowohl hier als auch auf der anderen Seite schön rechts auf rechts bündig aufeinander legen, feststecken und die Seitennähte schließen. So ihr Lieben, eure Hose sieht zu diesem Zeitpunkt schon sehr nach Hose aus, das ist gut. Jetzt geht es oben weiter mit dem Gummizug der Hose. Also die Hose selber hat Pause. Ihr habt den Streifen für den Gummizug oben im Stoffbruch zugeschnitten. Und jetzt legt ihr ihn der Länge rechts auf rechts zusammen und schließt die kurze Seite, sodass ein Schlauch entsteht. Und diesen Schlauch klappt ihr dann zur Hälfte links auf links um, dass er nur noch halb so hoch ist. Und diese Kante, die bügelt ihr einmal richtig schön gerade, dass ihr eine gute feste Kante habt, wo ihr gleich das Gummiband anlegen könnt. Als nächstes geht es weiter mit eurem Gummiband für den Gummizug. Und da würde ich euch auf jeden Fall dringend empfehlen, den Bauchumfang eures Kindes einmal genau abzumessen. Ihr messt einfach einmal rundherum an eurem Kind ab, dann nehmt ihr 80% dieses Umfangs, rechnet ihr euch eben aus und gebt 2 cm Nahtzugabe hinzu. Und dieses Gummiband schneidet ihr euch dann in der ermittelten Länge zu. Wichtig ist, wenn ihr ein Gummiband nehmt, das breiter ist als diese 2,5 cm, die vorgeschlagen werden, dann müsst ihr diesen Streifen, wo das Gummiband reinkommt, auch breiter machen. Der Streifen, der richtet sich nach der Breite des Gummibandes, also muss doppelt so breit sein wie das Gummiband plus oben jeweils 1 cm Nahtzugabe und dann noch ein bisschen Spiel, damit man das Gummiband nicht aus Versehen festnäht. Also solltet ihr ein breiteres Gummiband haben, müsst ihr diesen Streifen auch verbreitern. Das nur ebenso nebenbei. Das Gummiband legt ihr jetzt mit diesen 2 cm Zugabe überlappend aufeinander
und näht in diesem Bereich der 2 cm das Gummiband zusammen, so dass ihr da auch einen Ring bekommt. So, ihr habt jetzt hier den Bundstreifen einmal als Ring und das Gummi einmal als Ring. Und das Gummi wird jetzt in den Bundstreifen gelegt. Der ist ja einmal links auf links zur Hälfte hochgeklappt worden. Und zwischen diese beiden Stofflagen, in diesen Stoffbund hinein, legt ihr jetzt das Gummiband. Und es wäre, wenn ihr die Kante vorher hier richtig schön gebügelt habt, dann ist es jetzt einfach, das Gummiband bis zu dieser Kante reinzustecken. Und ich mache mir das dann hier mit einer Klammer von außen, halte mir das Gummiband in der Position dann auch nochmal fest, weil das soll auf gar keinen Fall gleich mit in die Naht rutschen, wenn ihr den Bund an die Hose annäht. Deswegen das Gummiband schön hier bis zum Anschlag reinstecken und wenn ihr möchtet, zur Sicherheit nochmal festhalten. Als nächstes wird der Bundstreifen mit dem integrierten Gummiband jetzt oben in die Hose eingenäht. Und dafür, damit das gleichmäßig passiert, müsst ihr euch sowohl diesen Bundstreifen als auch euren Hosenbund in 4 gleiche Teile aufteilen. Also, dass die Länge der Umfang in 4 gleiche Längen aufgeteilt ist, geviertelt ist. Und diese Viertelpunkte sowohl bei dem Bundstreifen als auch bei dem Hosenbund legt ihr dann einfach übereinander. Und so stellt ihr sicher, dass der Bundstreifen gleichmäßig auf der Hose aufgeteilt wird und das Gummiband gleichmäßig eingenäht wird. Also beispielsweise hier die Naht von meinem Bundstreifen, wo ich das zum Ring genäht habe, das ist mein erster Markierungspunkt, genauso die hintere Naht, die Poponaht von meiner Hose. Und diese beiden Punkte, da lege ich den Bund jetzt in die Hose rein, dass diese beiden Punkte aufeinander liegen und stecke mir das gut fest. Und so mache ich das mit den anderen markierten Viertelpunkten auch. Und im Anschluss wird der Hosenbund dann gleichmäßig gedehnt in die Hose eingenäht. Wenn ihr den Bundstreifen jetzt an die Hose annäht, dann haltet ihr euch den Stoff gerade, ihr werdet nur das Gummiband dehnen müssen, den Stoff logischerweise nicht. Und ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass ihr nicht aus Versehen das Gummiband hier in die Naht, dass das nicht in die Naht reinrutscht und ihr das aus Versehen mit annäht. Weil das Gummiband muss innerhalb dieses Bundstreifens locker drin sitzen, damit es sich auch später dehnen kann und anpassen kann. So, der Gummizug ist fertig, also der Stoff ist gerafft, soweit, dass es dem Gummiband entspricht und das liegt locker jetzt in diesem Tunnelzug drin. Die Nahtzugabe klappt ihr jetzt nach unten, also hinter die Hose und dann wird sie nochmal entlang dieser Bundkante in die Hose reingesteppt. Also nochmal hier knappkantig feststeppen. So, Endspurt, die kurze Hose ist fast fertig, jetzt fehlt nur noch unten der Umschlag. Und da gibt es auch im Schnittmuster Markierungen an den Seiten. Und an diesen Markierungen schlagt ihr jetzt die Unterkante eurer Hose 2-mal nach oben um. So. Wie gesagt, hier sind die Markierungen, bis wohin ihr umschlagen müsst. Das bügelt ihr euch gut fest, dass hier eine schöne Kante entsteht. Und dann wird dieser Umschlag nur hier an den Seiten mit ein paar Stichen fixiert. Hier dieser Umschlag selber bleibt offen, hier wird nicht drumherum genäht. Nur hier an der Seitennaht und an der Innenbeinnaht wird dieser Umschlag fixiert mit ein paar Geradstichen. Wichtig bei diesem Umschlag ist noch, das seht ihr hier bei mir jetzt auch, je nachdem was ihr für einen Stoff verwendet, ist die linke Stoffseite nicht durchgefärbt. So wie bei mir hier auch, die ist ein bisschen heller als meine rechte Stoffseite. Es gibt unterschiedliche Varianten von Stoffen. Euch muss nur bewusst sein, wenn ihr diesen Aufschlag machen wollt, dass man dann die linke Stoffseite unten sieht. In meinem Fall stört mich das jetzt nicht, also es ist jetzt kein großer Unterschied und ich finde, es macht halt auch noch ein bisschen was her bei der Shorts, aber das muss euch bewusst sein, wenn ihr eure Stoffauswahl trefft. So sieht das dann später aus. So, meine kurze Hose ist fertig
Und der erste Gedanke, den ich gerade hatte, als ich das fertige Teil gesehen habe, war Sommerurlaub, Strand, Meer. Also die Hose wäre wirklich perfekt für unseren Strandurlaub, den wir dieses Jahr nicht haben werden. Aber gut, so ist es. Die kleine Ella wird dann die kurze Hose im Garten tragen und wird trotzdem bestimmt viel Spaß haben. Nein, also Spaß beiseite, das Projekt ist auf jeden Fall gut zu realisieren. Beim Nähen mit Webware muss man sich halt einfach mehr Zeit lassen und man muss genauer arbeiten. Webware verzeiht nicht so kleine Knipser wie Jersey, wo man mal eben ein bisschen anpassen kann. Also lasst euch einfach Zeit, denkt dran, gewisse Nähte sind sichtbar, schneidet ordentlich und sauber zu, damit das Ganze auch gut zusammenpasst. Und dann ist das wirklich ein relativ einfaches Projekt und egal ob für Jungs oder für Mädchen, das ist eine richtig gute kurze Hose für den Sommer. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Projekt haben solltet, dann schreibt mir einfach, hinterlasst mir einen Kommentar, schreibt mir eine E-Mail, wie auch immer. Ich versuche alles zu beantworten. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Schnittmuster zum Buch bzw. zu der Hose findet ihr in der Infobox. Das ist das Textfeld unterhalb des Videofensters. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder zu einem neuen Video. Genießt das schöne Wetter, bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder. Macht es gut. Tschüss.